Die Proteste gegen Macrons Rentenreform ebben nicht ab. Landesweit gingen rund 570.000 Menschen auf die Straße. Teilweise kam es zu Ausschreitungen. Für kommenden Donnerstag sind ebenfalls Streiks angekündigt. Einen Tag vor der Entscheidung des Verfassungsrates, der die Rentenreform doch noch kippen könnte. Zuletzt hatten Frankreichs Regierung und die Gewerkschaften die Gespräche erfolglos abgebrochen. Die Gewerkschaften verlangen eine Rücknahme der Reform. Eine Forderung, die Frankreichs Premierministerin Elisabeth Borne ablehnt. In der nordwestfranzösischen Stadt Nantes gingen rund 50.000 Menschen auf die Straße. DemonstrantInnen gerieten mit der Polizei aneinander. Auch in Rennes kam es zu Ausschreitungen. Die Proteste richten sich gegen die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Allerdings arbeiten viele Menschen in Frankreich ohnehin bis 67, um die volle Rente zu beziehen.